Willkommen zu Remastered, wieder mit den beiden Spezialisten für die alten Konsolen. Heute wieder mal der Dreamcast, die Dreamcast, Segas Prunkstück. Das Dreamcast, das Prunkstück ever. Ah ja, Power Stone hier, Folge 10. Spaß, nein, diesmal Soul Calibur. Soul Calibur ist eigentlich auch ein sehr schönes Prügelspiel. Eigentlich, ja, würde ich sagen, sind das die beiden traumhaften Prügelspiele für die Dreamcast. Games, ja, die Prügelspiele, die man auf jeden Fall auf der Dreamcast haben sollte. Eben, wenn man Dreamcast spielt, sollte man auf jeden Fall auf diese Titel zurückkommen. Neben Plasma Sword natürlich, aber das ist ein Geheimtipp für Kenner. Plasma Sword, mega geil, mega geil. Kann absolut nicht mit diesem Titel hier konkurrieren. So Calibur, seht euch die Grafik an, das sieht einfach scheiße aus. Also, das stimmt allerdings. Also das Spiel über halt Fighting Force auf der Playstation. Klassisches Prügelspiel mit Waffen, schönen Kombinationen und man kann den Gegner wingouten. Das ist anders als bei anderen. Was probiert wird? Oh, man kann ihn ringouten! Hier mal kurz als Beispiel, man kann ihn ringouten. Ich habe aber noch nicht gekämpft, wirklich, da muss ich dazu sagen. Ja. Hab ich? Ich habe nicht richtig gekämpft. Junge, sonst hätte ich sie direkt ringoutet. Ich habe nicht gekämpft. Guck mal, jetzt kämpft er. Oh, oh, kämpf schon. Oder. Zack. Ja, kämpfst du? Ah, okay. Ah, selbstverständlich. Diese scheiß Grätschen, das ist ein Markenzeichen deren. Der Profi, ist nur die Profis benutzen Grätschen, ist wie beim Fußball. Gut gegrätscht, ist halb gewonnen. Nein! Ja, hat er mit dem Griff gerechnet. Nein, und dann kommt er jetzt kommt erst. Und er ist KO. Okay, gut. Auf den Rücken gelegt mit der klassischen Powerbomb, die man vom Wrestling her kennen könnte. Bam! Es gibt halt schöne Special Moves, schöne Griffe, schöne. Schöne Action einfach. Ist auch relativ einsteigerfreundlich. Man kann, glaube ich, relativ leicht einiges verlernen. Sie sehen es, sehr einsteigerfreundlich. Und der Wingout, man kann es schaffen. Ja, und zack, da ist er noch, das 2-1. Wenn man kämpft, gewinnt man dann auch. Du geschwollen gesprochener Wichser. Du lebst noch? Oh, ja, nein, auch immer lustig, die Sprachtitel da. Man kann im Menü übrigens auch noch die Waffen umstellen. Indem man zum Beispiel Y ist für das Kostüm, glaube ich, und dann kann man auch noch irgendwie die Waffen umstellen. Ja, mit L kann man noch genau, mit den L-Tasten. Die sehen nur anders aus, aber ist halt, wenn man es oft zockt, optische Abwechslung und man will sie einfach alle sehen. Definitiv. So, und jetzt kriegt der Wichser hier richtig schön auf die Fresse. Für die Kinder eher das doof, mal gesagt. Das kann doch nicht angehen, Alter. Deine scheiß Ring-Outs hier. Also man kämpft ganz normal, A ist zum Blocken, ja, man kann halt Kombinationen machen, wie in verschiedenen Spielen, man kann die Tasten gleichzeitig drücken, um so ein bisschen zu erklären, aber es ist halt ein Kampfspiel, man sollte wissen, dass, wie das funktioniert. Das war einer der schönen Griffe, Smell my shit. Smell my shit. Oh, da will er den Ringout, aber... Nee, ich will keinen Ringout. Ja, ich will keinen Ringout, sagt er. Natürlich, also ihr seht... Das ist die einzige Sprache, die du in dem Spiel verstehst. Ja. Ring also out. Man kann halt, wie ihr seht, bei diversen Maps die Leute von der Karte befördern und hat Spaß. Oder man macht halt öfter mal das Gleiche. Was? Das waren zwei völlig unterschiedliche Moves. Die haargenau gleich aussahen. Ja, nein, der eine ging nach oben, der andere ging nach unten. Ja. Im Endeffekt war es das Gleiche, was dabei rumkam. Ach, stell dich nicht an. Yeah! Oh. Und da war er schon wieder, also. Die sind süchtig nach diesem Rumgestocher im Heuhaufen. Sie hat eine, was ist das, eine helle Bade? Ja, manche Charaktere sind halt ein bisschen unfair, die haben eine krasse Reichweite und sind gleichzeitig noch schnell. Ist halt unterschiedlich. Es gibt einen, der hat so ein komisches Nunchaku, den nehmen wir eigentlich nie, Maxi. Er ist einfach nur gehasst, ein Kumpel von uns hat ihn immer genommen. Man muss eigentlich nur, ist wie Eddie bei Tekken, eine Taste drücken und zugucken, wie er den Gegner besiegt. Ja, Sönke, falls du das hörst, fick dich. Maxi, Alter, disqualified. Das ist Voldo, der ist... Ein Prunkstück. Warte mal kurz, greife ich mir aber nicht an, ich will nur einmal kurz zeigen, wie schön er... Dann auch den Tanz beherrscht. Wo ging das noch? Jetzt habe ich natürlich die Taste jetzt vergessen. Yeah. Das ist scheißegal, ich mach dich jetzt fertig. Man kann halt schöne Tänze mit ihm vollführen. Du scheiß Wichser. Und sich unter ihm durchschlängeln, das ist alles möglich.
Voldo, ist einer der schickesten Charaktere. Ein verrückter Schlangenmensch, oh, der wohl der frisch aus der Klinik ausgebrochen ist. Nein, der war uncool. Da ist er wieder. Ist er wieder. Der schöne Ausweichmove. B und Y, falls jemand das Spiel möchte, B und Y und man kann schöne Moves machen. Einfach hin und her tanzen. Aber auch die klassische Grätsche beherrscht er natürlich. Ja, 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 ist ja gut. Taki ist auch einer der besten Charaktere, finde ich. Sie ist ultra schnell, hat dafür aber auch nicht so eine krasse Reichweite, aber irgendwie hasse ich sie. Ah, so herrliche Moves, die dann doch zu erwarten sind bei ihm. Wenn man das Spiel öfter gespielt hat, dann kennt man seine Pappenheimer ein bisschen. Und nein, das wollen wir nicht sehen. Get down, Voldo, voll nicht. Kein Striptease. Nein, nicht das Comeback. Alles, nur kein Comeback. Everybody Comeback. Jawohl. Da wird es nochmal spannend. Nein, den wollte ich nicht. Ich auch nicht. Shit. Den aber. Ah, und dann hab ich mich verdrückt. Naja, aber gegen Taki ist es in Ordnung. Voldo ist ohnehin nicht einer meiner Lieblingscharaktere, aber er ist extrem lustig, aber er sieht verrückt aus und macht coole Moves, aber ich bin noch nie so wirklich mit ihm warm geworden. Es gibt einfach so viele nice Charaktere hier. Das stimmt, also hier sind eigentlich alle Charaktere ziemlich cool und ja, man hat eigentlich mit allen Charakteren seine Freunde. Den wollte ich auch nehmen. Ist gut, das nimm ihn. Nein, das nehme ich Siegfried. Ich wollte sowieso Hong Song Yong. Siegfried, angelehnt natürlich an Siegfried aus der Nibelungensage, der Deutsche mit dem langen Schwert. Zieht ihn euch rein. Aber er ist nicht unverwundbar, bis auf seinen Rücken. Das wäre dann doch zu unfair. War Siegfried an seinem Rücken verwundbar? Ja, der hat da so einen, er hat im Drachenblut gebadet und ein Lindenblatt, glaube ich, hat sich auf seinen Rücken gelegt. Ach. Und dann war er doch verwundbar. Und Hagen von Tronje hat ihn dann einst bei der Jagd ein Schwer in den Rücken gestochen und hat ihn dann getötet. Der Liebe wegen, es ging um Kriemhild. Oh, okay. Seht, hier lernt ihr noch was. Eben, sehr belesen auch und kann ich nur empfehlen. Hagen von Tronje von Wolfgang Holbein, ein sehr gutes Buch. Aus der Sicht des Bösen mal das Nibelungen Lied, ist ganz cool. Ich verliere zwar, aber das musste ich erzählen. Ja, wir kriegen hier Bildung, Leute, was los? Also schaltet schnell ab, wenn ihr nur talken wolltet. Entschuldigung für alle, die ein Let's Play erwartet haben. Und nun jetzt, kleine Nibelungen sagen, gesprochen von Fabi. Ja. Lesen mit Elke Heidner. Ich muss sagen, ich bin heute nicht auf der Höhe. Ich doch auch nicht. Oh, aber ich kann ihn ein paar Schläge vor den Kopf erhöhen, das denkt man mögen. Vielleicht hilft es. Was? Ja. Wo war der Griff hier? Er kommt noch. Oh. Ich bin ja gerissen von ihren Fähigkeiten. Aber Siegfried ist auch einfach geil. Der hat einfach, der ist relativ schnell, hat also übelste Schwert, Reichweite. Macht auch ordentlich Schaden. Natürlich mit seinem Riesenkolben da, den er dabei hat. Klang jetzt ein bisschen falsch, es geht um das Schwert. Fuck. Nicht, dass es hier wieder heißt, das Niveau sinkt im Minutentakt. Ja. Das wollte er doch. Oh, der war schick. Ich hatte überhaupt Unfalls runter dabei. Der war ja schick. Ja, der war nicht schlecht. Ich dachte, du fällst auch runter. Und dann wäre es knapp geworden. Weil beim Wingout, wenn beide runterfallen, zählt dann natürlich, wer zuerst rausgefallen ist. Ist manchmal schwer zu sehen, aber das Spiel weiß, was es tut meistens. Ich bin nicht mal rausgefallen. So, ja, ich nehme jetzt Maxi. Das stimmt, ausgefallen war noch nie. Scheiß auf alle Regeln, Alter, ich nehme jetzt Maxi. Ist das eklig, dann nehme ich Lizardman einfach nur, weil es schlecht ist. Sie müssen hingehen und aufholen. Ja, ich muss aufholen und sie nehmen den besten Charakter, der verbannt wurde, weil er einfach okay ist. Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Den Kampf mit mich dir. Okay. Ja, Riecher, falls du das siehst, Lizardman. Papa Riecher. Papa Riecher, stimmt. Kleinen Shoutout. Kleinen Schauder an den kleinen Riecher hier. An die kleine Riecherin. Ach, das war. Ach, guck mal, da wurde er hier aber bloßgestellt. Warte, ich dachte, das wäre ein Jüngchen. Das wusste ich doch nicht. Das ist mir doch Schnurzpiep hier, also wirklich. Los! Dann jetzt kein Lizard mehr, das bin ich ja schon so viel. Nein, du Motherfucker! Und ihn zu Ehren hier, raus damit. Fucking Ringouts. Leute, es hagelt Ringouts. Und die komische Stille. Das stimmt. Auf einmal die Konzentrationsstille dann auch. Ah, komm schon. Nichts. Grätsche kann der, glaube ich, gar nicht. Wer? Lizardman. Was? Oh, Maxi, was machst du? Maxi!
Wo war der Griff? Wo war der Griff? Ja, hat er sich zu sehr auf Messi verlassen. Es kam kein Griff. Da ist der Lizardman erfolgreich. Ich nehme ihn nie wieder, ich nehme ihn nie wieder. Naja, nee, Rock ist, finde ich, noch schlechter. Okay, Edgemaster gegen Edgemaster sparen wir uns noch auf, würde ich sagen. Hätte ich fast schon genommen. Das ist so wie der Baum bei Tekken. Wie hieß der Baum noch bei Tekken? Mukujin. Mukujin, genau. Der nimmt halt immer die Gestalt von irgendeinem an. So jede Runde ein anderer, ist ganz witzig für Abwechslung. Und er hat ein lustiges Opa-Outfit, also. Ja, und sieht ein bisschen aus wie Bruderherz Forster. Ne? Der rüstige Rentner. Ja, richtig. Der rüstige, der Fäkal-Förster. Einmal musst du dich eigentlich hinsetzen, nur um es mal zu demonstrieren. Ich gehe auch weg. Ach sie, voll nicht, wenn dann kommt das. Den hatte ich mir aufgehoben. Ja, bei Spoilern. Ihnen kommt dann ja nichts. Also, bei Ihnen kommt hier gerade auch nichts. Ah, ist immer so gut wie sein Gegner. Ja, ich merke das. 4-1, sage ich da nur. 4-1. Ah ne, gar nicht. 3-2, also zählen wir noch nie ihre Stärke. Oh Mann, warum kriege ich denn jetzt gerade kein Move hin? Erstmal. Dann lädt er wieder Energie auf. Ja, genau. Das Schwert ist zu kurz, was die dabei hat. Ja, dann kannst du es ja wenigstens noch verlängern. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich wollte eigentlich den langen Arm machen. Oh, Sausack. Das musst du. Wäre ich mir in Sitzen geblieben, ey. Du hättest mir nichts tun können. Ah, ja, ich hab's auch noch gemacht. Yay! Und noch der Final Cut hier. Vielen. Also ihr seht, es ist ein lustiges Spiel, ein Spaß für die ganze Familie. Wenn ihr Oma und Opa voll auf die Fresse geben wollt, die kleine Schwester nicht nur ertränken, sondern auch halbieren und massakrieren wollt, Soul Calibur. Nimmt er, alles klar. Nochmal den Nibelungen. Ja, obwohl Siegfried ja doch deutlich besser ist. Also ist zumindest mein Favorit. Nightmare finde ich gar nicht so geil. Nightmare ist so weniger semi. So. Der schlechte Siegfried in meinen Augen einfach. Der obwohl das ja eigentlich der verwandelte Siegfried ist, oder? Nachdem er da der Soul Edge wieder schwerer ist. Ja. Eingesammelt hat trotzdem eine kleine Kampfpartie. Den kann man dann doch mal. Oh. Ja, endlich hat es geklappt. Aller guten Dinge sind drei. Ah, schick, ne? Ich hab was von unten erwartet. Ja, das kennt man bei Ihnen. Boah, ich weiß, kommt von draußen rein. Nutz das Haus und mach dich jetzt fertig! Ja! Nein! Und warum stehe ich denn auch da so blöd, ey? Ah, herrlich. Ist das nicht wahr? Beschissenste Folge ever! Nein! Aber ich sehe schon die Überschrift. 30 Minuten nach Flash, das ist der Kill-Generator. Er kriegt seinen fucking Ring out. Bam! Rechts auch. Oh, ich hab doch geblockt. Ja, den wollte ich sehen hier. Oh. Ich hab die Pisse in den Augen, ey. Immerhin nur in den Augen. So einer muss ja nur kommen. Ist unglaublich hier. Ein sehr schöner Kampf. Einen müssen wir noch einer machen geht am noch. Ende. Also, so können wir nicht. Ihr hört uns sprachlos. Also. Ja, das Spiel kann wirklich Freude bereiten. Hurra, hurra, hurra. Was? Du nimmst ihn? Ich dachte. Achso, ja, selbstverständlich. Es gibt einen Runde. Abschluss. Felix, ich nehme uns. Ich muss noch so Bilder einploppen lassen. Ja, vorher, nachher. Nee, von uns. So, von mir und Felix. So, zack, zack. Oh ja. Oh nein, ich hab Lizardman. Hallo, ich hab Dingens, Moment. Siomina, und jetzt kämpfe ich nie. Ärgerlich. Also mit Lizardman habe ich sie eben besiegt. Das sollte eigentlich schaffbar sein. Ah, dann ist das jetzt so. Ja, der Rückkampf, ne?
So nennt man das, glaube ich. Richtig! Richtig, also. So schön, oh, geh mal weg, so. Schuss, weg, 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 du Dreck. Oh ja, wie eine lustige Fliege, die man vor der Nase einfach wegwedelt. Einfach nach außen gekehrt. Oh nein. Song Mia. Gegen Sophitia. Hi. Ich finde schade, dass man die Schwester nicht spielen kann. Das war auf der Xbox-Version, glaube ich, oder? Helena, ne? Ja. Die Wichser. Okay, mit der war ich noch nie gut. Ich spiele auch einfach nie. Glaube ich, einer der wenigen, die ich gar nicht spiele normalerweise. Ja, aber der. Warum habe ich nicht Maxi? Rock. Ja, das ist wirklich der schlechteste Charakter in meinen Augen, weil der ist wie Astros nur noch langsamer und schwächer dafür immerhin. Komm auf. Aber auch er kann. Oh, er kann greifen. Nein. Ja! Den letzten darf ich hier nicht verlieren. Nein! Ja, Ring Out! Ist das ärgerlich? Ah, herrlich. Ja, das war's auch schon, würde ich sagen. Die erste Folge ist schon geil, wo ist feuchtfröhlich zu Ende gegangen. Also, okay. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet nächstes Mal wieder ein bei Remastered. Alles klar, rein. Bis Jensen, ciao. Wir sind raus.